Hier liegen flach der Klippen viel und ist für wahr kein Kinderspiel, bei dunkler Nacht zu stranden. Das wusste schon der olle Eckermann, mein guter Piet. Wenn du Seemann in Helgoland bleiben willst, dann musst du deine See in- und auswendig lernen. Sprüche und Weisheiten hatte er immer gerne auf den Lippen, der alte Jonne. Keiner kannte Helgolands See besser wie er. Und als er vor ein paar Jahren dann friedlich in seinem Häuschen auf Helgoland entschlummerte, entschied ich, seinen Platz einzunehmen. Ich wollte Helgoland kennenlernen. Seine See, seine Riffe, seine Gefahren. Helgoland. Diese weit in der deutschen Bucht liegende nördlichste deutsche Insel. 1100 Einwohner. Naturschutzgebiet. Ein Marine und ein Flughafen sowie das Verbot von Kraftfahrzeugen. 2 Fußgängerampeln wegen der Flugzeuge. Helgoland. Das ist meine Insel. Hier bin ich Seenotretter. Erster Vormann der Hermann Marwede. Dem größten Seenotkreuzer der Welt. Unser Einsatzgebiet ist die Nordsee mit all ihren Schönheiten und Tücken. Wussten Sie zum Beispiel, dass sich der Wasserstand hier bei Flut um bis zu 4 Meter erhöhen kann? Dabei erreicht sie Geschwindigkeiten von bis zu 20 Stundenkilometern. Tatsächlich sind Ebbe und Flut auf der Marwede aber häufig unsere Freunde. Glauben Sie nicht? Ich kann mich an einen ganz bestimmten Tag erinnern. Wir hatten Hochwasser. Mein Maschinist Arndt Holgersen und Rettungsmann Jasper Strindberg räumen gerade das Frühstück weg, als der Funkspruch hereinkommt. Und eigentlich beginnt alles wie immer ganz harmlos. MRCC Bremen, hier spricht Hermann Marwede. Wir haben Meldung von einem Lotsen bekommen. Er hat beobachtet, wie eine Motorjacht die Tonne N3 gerammt hat. Wir vermuten, die Yacht macht Wasser. Könnt ihr nachsehen? Aber sicher doch. Hermann Marwede ab P3. Auf euch ist Verlass.
Ich glaube, ich sehe sie. Das sieht aber nicht gut aus. Die ist komplett vollgelaufen. Wir sollten mit dem Tochterboot prüfen, ob noch Personen an Bord sind. Ich will es bei diesem Ding niemandem mehr wünschen. Und wenn wir niemanden finden, sollten wir die Umgebung absuchen. Siehst du was? Niemand zu sehen, auch nicht in der Kajüte. Marvede, keine Person an Bord der Yacht. Dachten wir ja bereits. Ich halte weiter die Augen offen. Wir haben eine treibende Person im Wasser entdeckt. Verstanden. Wir haben sie an Bord geholt. Ich kümmere mich um die Person, Pete. Damit haben wir zwei Schiffbrüchige. Das scheint auch die einzig weitere Person zu sein. Wie geht es denn dem anderen Schiffbrüchigen? Der ist sehr gefasst. Er macht sich Sorgen um seine Begleitung. Aber mehr Personen waren laut ihm nicht auf der Yacht. Gut. Dann wollen wir mal zwei Schiffbrüchige an Bord bringen und dann zurück zur Mutter. Arndt, wir haben zwei Schiffbrüchige und kommen nun zurück. Verstanden. Marvede ist bereit. Was sagen unsere Patienten, Jasper? Die Frau steht unter Schock und zittert stark. Der Mann ist gefasst und macht sich natürlich Sorgen um seine Lebensgefährtin. Sie waren wohl eine halbe Stunde im Wasser. Bewusstsein, Atmung und Puls sind normal. Na, auf der Marvede gibt's für die beiden gleich ordentlich Tee. Dann wird das schon wieder. Angeblich haben sie alle Papiere und ihr Geld an Bord gelassen. Wir können ja noch mal sehen, ob wir was rumschwimmen sehen. Aber ich mal mir da nicht viele Chancen aus. Können wir das Schiff schleppen? Versuchen wir es. So, halb gesunken ist gut am Hacken. Willst du es in den Hafen schleppen? Nein, die Strecke würde es wohl nicht überleben. Zudem schwimmt uns vermutlich das ganze Utensil davon. Ich schlage eine Bergung bei Niedrigwasser vor. Cool. Wo bringen wir sie dann hin? Na, irgendwo, wo es bei Ebbe flach genug ist. In der Nähe der Tonne N5 gibt es eine Festmachmöglichkeit, wenn ich mich nicht täusche. Na dann los. Ist das die Stelle? Hier ist es flach genug. Sicherst du die Yacht hier? Yep. Und dann heim. Ich habe Hunger auf Kuchen.
MRCC Bremen. Hier spricht Hermann Marwede. Sind wieder klar, P3. Haben zwei Schiffbrüchige an Bord. Benötigen wir Versorgung? Nein, die Leute sind mittlerweile wieder wohlauf. Was ist mit der Yacht? Der Tonnenschubser ist bis zum Deck vollgelaufen. Da war nichts mehr zu machen. Liegt jetzt bei Tonne N5. Wir versuchen bei Niedrigwasser eine Bergung mit Luftkissen. Klingt gut. Sagt Bescheid, wenn ihr wieder dahin unterwegs seid. Machen wir. Ist er jetzt nicht mehr lange hin.